Beim zweiten Pferdesymposium an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Tamsweg erfreute man sich nicht nur an praktischen Demonstrationen. Biodiversität durch Kulturlandbeschaffung, Wertschöpfung durch Pferdeheu sowie Pferdearbeit im Forst waren einige der kompliziert klingenden, aber durchaus spannenden Themen. Beim zweiten Pferdesymposium an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Tamsweg wurde neben interessanten Fachvorträgen auch der Einsatz von Arbeitstieren im Forst gezeigt. Im Grunde arbeitet das Pferd genauso lang wie der Mensch. Und wie wir vorher gehört haben, die fangen um 7 in der Früh an, um 9 gibt es ein Jausen, um 12 gibt es was zum Essen und 1,5 Stunden Pause auch fürs Ross. Und um 4 nachher ist der Tag beendet. Das heißt, im Grunde kann das Ross genauso arbeiten wie der Mensch. Und wichtig ist natürlich die Einheit. Und das, was für uns noch wichtiger ist, das ist der Noriker, dass er diese Nervenstärke, diese Gelassenheit behält auch in der Züchtung, dass man weiterhin so Sachen machen kann. Die Vertrautheit zwischen Mensch und Tier ist ausschlaggebend, damit solche Arbeit möglich ist. Das ist der Norika, die feine Kaltblutrasse. Unser Ross ist halt ein Herdentier und will halt immer stärker sein. Nicht? Und bei ihr ist halt mit 5 Jahren erst zum Anrichten angefangen, ist ein bisschen spät gewesen. Und noch dazu ein Alphatier, hat man einiges aufzusehen. Aber umso einen besseren Kumpel habe ich jetzt. Als boden- und umweltschonende Variante erlebt die Holzrückung mit Pferden vielerorts eine Renaissance und ist eine sinnvolle Ergänzung zur maschinellen Forstwirtschaft. Es gibt eine forstliche Förderung, wo man die Pferderückung fördern kann. Das ist uns ganz wichtig, auch wenn die Pferderückung selber eine Nische ist. Aber es gibt immer wieder Situationen im Wald, wo das Ganze Sinn macht. Und für das gibt es sogar eine Förderung. Das Interesse an diesem Symposium war groß. Es ist halt jetzt ganz modern, dass man das Ganze auch über Zoom bzw. über das World Wide Web irgendwie macht. Wir haben Leute aus Niedersachsen dabei gehabt, also weit, weit weg. Also auch die können so regionale Veranstaltungen damit besuchen. Ja. Das Pferd hat im Lunger im Biosphärenpark seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten eine große Bedeutung. Und wir versuchen, diese Bedeutung in die Echtzeit jetzt zu bringen. Wir versuchen ein zweites Mal jetzt rund um das Pferd Themen aufzugreifen. Heuer ist der Schwerpunkt bei der Tiergesundheit, beim Tierwohl. Und da versucht man gerade das Spannungsfeld zum gesunden Futter. Und da sind wir eben bei der Blumenwiese, ein zentrales Thema im Biosphärenpark, herzustellen. Heute haben wir wirklich honorige Referentinnen und Referenten da, die einfach aufzeigen, dass diese Blumenwiese, die uns wichtig ist, nicht nur einer Artenvielfalt zugute kommt, sondern ein hochqualitatives Futterressort für die Pferde auch darstellen kann. Und das ist so der Schwerpunkt des heurigen Pferdesymposiums. Es gibt große Qualitätsunterschiede. Es kommt darauf an, wann wird es geerntet, wie schaut der Bestand aus, wie ist die Wettersituation am Tag der Ernte, die Ernteeinbringung, die Lagerung des Erntegutes. Also da kommt man von Hundertsten bis ins Tausendste. Gesund und kräftig durch artenreiches Heu. Denn das Grundfutter hat Auswirkungen auf die Pferdegesundheit. Also, es hört sich vielleicht für Nicht-Russer übertrieben an, aber man braucht eine Zeit, bis man sich findet, unter Anführungszeichen, bis ein Ross dich akzeptiert, ne, und sagt, pass auf, jetzt muss ich mich unterordnen. Ne. Mir war ein Ross immer wichtiger, eine Jugend war wie ein Moped. Das war halt, also, so zu. Ist mir halt ein wenig in die Wiege gelegt. Ne. Mutter, Vater, ganze Verwandtschaft, alles bei den Ross gewesen immer. Ne. Von daher kommt das. Ne. Und wenn ich mir das aussuchen konnte, ich wurde wieder einer. Mehr Biodiversität auf den Wiesen, spätere Schnittzeitpunkte und die bestmögliche Eignung des Erntegutes als Grundfutter für die Pferde wurde heuer von Experten diskutiert. Von der guten Futterversorgung profitieren kräftige Arbeitstiere im Forst.